Trainingsmittwoch. Am Wochenende steht direkt das nächste Spiel an. Zweiter gegen Dritter auswärts beim dritten Göppinger SV. Ist denn ein Topspiel und ein echter Gradmesser aus deiner Warte heraus? Beides stimmt, denke ich jetzt rein. Wenn man die Tabellensituation jetzt anschaut, kann man vielleicht von einem Topspiel im Moment reden. Und ein Gradmesser für uns ist es sicher auch, einfach weil wir ja, jetzt immer wieder Mannschaften gehabt habe, die jetzt in der Tabelle weiter hinten stehen und wir uns auch selber im Endeffekt briefen können, wie gut wir das auswärts nochmal machen können. An Spieltag 13 der Oberliga Baden-Württemberg geht es für unseren FC 08 Villingen also wieder auf Auswärtsfahrt. Im Duell 2. gegen 3. empfängt uns am Samstag, 14. Oktober, der 1. Göppinger SV. Anstoß ist um 14 Uhr. Wie sieht es in Sachen Kaderstärke bei den Schwarz-Weißen aus? Wir haben so kleine Bewegchen beim einen oder anderen, aber ein bisschen läuft die Nase auch. Im Moment ist auch wenige Zeit, wo sich viele anstecken. Aber sonst sieht es nicht danach aus, dass wir jetzt große Ausfälle haben. Also sind eigentlich alle an Bord. Nun werfen wir einen Blick auf die aktuelle Trainingswoche. Wird eher an den allgemeinen Grundlagen wie Fitness und Ausdauer gearbeitet oder an konkreten Punkten? Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir nach den eher höheren Belastungen durch die englischen Wochen jetzt wieder in so einen Trainingsmodus reinkommen, wo wir ein bisschen spezifischer arbeiten können. Machen wir dann auch jetzt in der Woche wieder. Die letzten Wochen waren ja immer so, dass wir eigentlich Abschlusstraining hatten und dann wieder Spiel, Abschlusstraining, Spiel, und so war einfach immer gar nicht so viel spezifisch Arbeit möglich. Ja, im Moment machen wir natürlich mehr Spielformen, achten auch nochmal auf die Defensivarbeit, dass wir im Training, jetzt wird es laut, dass wir im Training das entsprechend auch umsetzen können, auch mit einer hohen Intensität. Ansonsten üben wir nach wie vor das Ballstoppen, passen auf 2 Meter, also nach dem Motto weniger ist mehr. Nein, Spaß, also ich denke, wir halten die Mannschaft da schon auch auf dem gute Niveau mit den Möglichkeiten, die da sind. Wo wir Probleme insgesamt ein bisschen haben, ist natürlich jetzt auch durch dieses trockene Wetter, dass wir den Trainingsplatz unten weniger nutzen können oder halt schon nutzen, aber da haben wir ein bisschen ein Thema, weil das eigentlich, wenn wir am Parkplatz trainieren, ein bisschen hart das Ganze, aber da reklamieren natürlich dann die Spieler auch relativ schnell muskuläre Probleme. Aber das werden wir, denke ich, jetzt auch noch hinbekommen, weil ab nächste Woche soll ja das Wetter auch wieder kippen. Gradmesser in Göppingen. Unterstützt die Mannschaft am Samstag vor Ort oder über den Live-Ticker in der FC 08 App.